Mein Name ist Coretta Storz. Ich möchte als Kandidatin der Chemnitzer Bündnis Grün für die Landtagswahl 2024 antreten. Und ich nehme euch jetzt mit an Orte, die erklären können, warum ich das vorhabe. Wir sind jetzt hier vor dem Kassberg-Gefängnis. Das ist heute ein Lernort für Demokratie. Früher war das ein Gefängnis für politische Gefangene in den letzten beiden deutschen Diktaturen. Für mich ist das ein Ort, der ganz deutlich zeigt, wie wertvoll Demokratie ist. Ich selbst bin ja ein Nachwendekind, das heißt, in der DDR geboren, aber aufgewachsen in der Demokratie. Und trotzdem würde ich sagen, dass meine Ostidentität für mich eine große Rolle spielt. Insbesondere durch die Erzählung meiner Eltern, die selbst Teil der friedlichen Revolution waren und sich für Menschenrechte, für Demokratie, für Freiheit eingesetzt haben. Meine Mutter hatte immer so eine Faustregel, wenn wir als Kinder über irgendwas gemeckert haben, dann hat sie immer gesagt, okay, ihr habt jetzt zwei Optionen, entweder aushalten oder ändern. Und mit Blick auf die Gefahr für unsere Demokratie, die wir aktuell erleben, habe ich spätestens 2018 beschlossen, dass ich hier was ändern möchte. Im September 2018 stand ich mit meinen Kindern da drüben im Stadthallenpark. Die hatten ein Plakat für die Demo gemalt, auf dem stand Chemnitz bleibt schön bunt. Und hier drüben demonstrierten die RechtsextremistInnen. Und manche von denen zeigten Hitlergruß und die riefen immer wieder, das ist unsere Stadt. Und das ist ein Moment, in dem alles in mir wach geworden ist, in dem ich kapiert habe, dass nie wieder Faschismus keine stabile Zustandsbeschreibung ist, sondern ein Auftrag auch an mich, mich einzubringen mit dem, was ich kann, für eine gerechte Gesellschaft, für ein friedliches Miteinander, für Demokratie. Ich habe mich seitdem in verschiedenen Rollenpositionen engagiert für ein friedliches Miteinander. Zum Beispiel bin ich Vorsitzende der Chemnitzer Bündnisgrün, ich bin Landesparteirätin und ich habe auch in demokratischen Bündnissen hier in der Stadtgesellschaft mitgewirkt. Ich habe dabei gemerkt, ich kann ein paar Sachen ganz gut, die in der Politik funktionieren. Also ich habe Energie und ich kann organisieren und als Sprachwissenschaftlerin ein gutes Gespür für Kommunikation. Wo ich total schlecht drin bin, ist Ungerechtigkeiten hinzunehmen, Einschüchterungsversuche hinzunehmen. Da muss ich widersprechen. Also wenn zum Beispiel so ein Laden grünfeindliche Sticker verkauft, da gehe ich rein und erkläre, warum das ein Problem ist. Und ich glaube, diese Freude oder dieser Mut zum Widerspruch, der wird aktuell auch gebraucht in der Politik. Weil wir müssen gemeinsam jetzt dafür sorgen, dass Sachsen ein gutes Zuhause für alle bleibt. Ein gutes Zuhause für alle, damit meine ich auch für Menschen, deren Stimme häufig überhört wird. Es gibt etliche Gruppen, für die Sachsen kein sicherer Ort ist und keine guten Perspektiven bietet. Das gilt auch für neu zugewanderte Menschen, die aktuell häufig pauschal zum Problem erklärt werden. Hier gibt es schon die Tendenz, dass man sich nicht rechten Narrativen entgegenstellt, sondern stattdessen neu zugewanderte Stück für Stück entrechtet. Und da möchte ich dagegen anarbeiten. Ich möchte arbeiten für eine sinnvolle, für eine menschenrechtsbasierte Integrationspolitik. Und nicht nur und nicht zuerst, weil Sachsen Zuwanderung braucht, um wirtschaftlich bestehen zu können, sondern weil ich möchte, weil ich sicherstellen möchte, mich dafür einsetzen möchte, dass Menschenrechte in Sachsen für alle gelten. Ich habe da konkrete Ideen, ich bringe Expertise mit. Ich habe als Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache gearbeitet, in dem Bereich geforscht und Lehrkräfte ausgebildet. Ich möchte, dass wir uns als Bündnisgrüne dafür einsetzen, dass Integration in Sachsen gelingt, dass Sachsen wirklich ein Ort ist, wo Menschenrechte für alle gelten, dass Sachsen ein sicheres Zuhause für alle ist. Damit eine gute Zukunft für Sachsen möglich ist, müssen wir mit zukunftsorientierter Politik dafür sorgen, dass Klimaschutz in allen Bereichen durchgesetzt wird. Und das wird nur möglich sein, wenn wir als Bündnisgrüne weiter Verantwortung übernehmen. Das wird nur möglich sein, wenn wir die AfD und alle rechtsextremistischen Kräfte drumherum aufhalten. Weil eine Voraussetzung für Klimaschutz, eine Voraussetzung für Klimagerechtigkeit ist Demokratie. Wir sind jetzt hier vor dem Grünen Büro angekommen. Das ist mein politisches Zuhause und auch mein Arbeitsort. Ich arbeite hier für Volkmar Czocka als Büroleiterin. Ich kann lernen und sehen, wie so der Arbeitsalltag eines Landtagsabgeordneten aussieht. Ich weiß also, worauf ich mich einlasse und mich schreckt das nicht ab. Mein Name ist Coretta Storz. Ich möchte alles, was ich kann und alle Energie, die ich habe, einsetzen für eine nachhaltige Politik, für Demokratie, für eine bessere Zukunft für alle.